Also, man lernt ja nie aus, dass es hier einige User gibt, die sich die Videos nie ansehen, aber dafür diese kurzen Anreißtexte da unten sich anschauen und über die dann mitdiskutieren. Das ist mir ja bisher schon aufgefallen. Vergangene Woche habe ich aber festgestellt, dass es auch viele gibt, die sich die Videos einfach ansehen, ohne die kurzen Anreißtexte zu lesen. Die sich also dieses letzte Video angesehen haben und dann festgestellt haben, oh Gott, das ist ja technisch grottenschlecht und sich total gewundert haben, obwohl ich das im Text ja erklärt habe. Computercrash um 17.30 Uhr und das am Samstag, sodass ich nicht mal mehr in der Lage war, mir einen neuen zu kaufen. Und deswegen mit einem Uraltrechner aus dem, ich glaube, Jahr 1820 diesen Film habe machen müssen. Also nochmal, Entschuldigung, war eine Notlage. Und ab jetzt wird wieder alles gut. Also hoffe ich jedenfalls. Ich hoffe, dass ich jetzt auch mit der neuen Technologie zurechtkomme, auf die ich bei dieser Gelegenheit gleich hochgerüstet habe. Also Sie, wenn Sie sich dieses Video ansehen, wissen ja dann schon, ob ich damit zurechtgekommen bin. Aber ich, während ich es hier aufnehme, weiß das natürlich noch nicht. So, aber jetzt zum eigentlichen Thema dieser Woche. Die Wiener Grünen fordern ja jetzt eine gesetzliche Mietzinsobergrenze von 7 Euro pro Quadratmeter und haben damit jetzt schon eine Debatte über das Thema Wohnen und die Explosion von Wohnkosten losgetreten. Und das ist allein schon sehr gut und sehr wichtig so. Denn jetzt mal unabhängig davon, ob gesetzliche Mietzinsobergrenzen jetzt der richtige oder nicht ganz so richtige Weg sind, klar ist, dass etwas getan werden muss. Es ist klar, in allen großen Ballungsräumen in Europa sind die Mieten sehr hoch und sie steigen auch noch drastisch an. In Paris, in Hamburg, in London ist Wohnen einigermaßen im Innenstadtbereich praktisch nicht mehr leistbar. Und von New York oder so will ich gar nicht reden. Und auch in Berlin, was jahrelang die billigste Metropole war, weshalb ja auch alle spannenden Leute gewissermaßen nach Berlin gezogen sind, ziehen die Mieten in den letzten Jahren drastisch an. Und eben auch in Wien und teilweise auch in anderen Landeshauptstädten, aber hauptsächlich ist das eben ein Problem von großen, wachsenden Ballungsräumen und Metropolen. Und dieses Problem hat im Wesentlichen zwei Ursachen. Erstens kommt das Angebot mit der Nachfrage nicht mit. Es wird zu wenig zusätzlicher Wohnraum gebaut. Wien bräuchte so circa 10.000 neue Wohnungen im Jahr. Und über die Wohnbauförderung und über den sozialen Wohnbau hat es Wien über Jahrzehnte geschafft, dafür zu sorgen, dass das Angebot mit der Nachfrage Schritt hält. Dass es also keine Knappheit am Markt gab, in Kombination mit den günstigen Mieten im sozialen Wohnbau, hat das für ein Ausstrahlen auf den gesamten Markt gesorgt. Das ist ja sozusagen das Tolle am sozialen Wohnbau. Das muss man ja mal verstehen. Der soziale Wohnbau sorgt erstens und primär natürlich für die Wohnungen im sozialen Wohnbau und dafür, dass die günstige Mieten haben, aber er sorgt auch sekundär und quasi als wichtiger Nebeneffekt für günstige Mieten auf dem gesamten Markt, weil er eben ausstrahlt auf den gesamten Markt. Und das ist der eigentliche Schlüssel zu bezahlbarem Wohnraum. Und jetzt passiert schon seit Jahren Folgendes und verschärft jetzt nochmal durch die Finanzkrise. Die Kommunen haben finanzielle Engpässe. Öffentlicher Wohnungsbau wird eingeschränkt und da muss gar nicht so viel eingeschränkt werden, wenn nur 2000 Wohnungen zu wenig pro Jahr gebaut werden und sich das Jahr für Jahr kumuliert, produziert man innerhalb von wenigen Jahren einen riesigen sozialen Sprengstoff. Und dann kommt im Zuge der Finanzkrise noch ein Phänomen hinzu, das man so bezeichnen könnte, Inflation aus Angst vor Inflation. Ja, das ist paradox, aber gerade in diesem Wirtschaftsfeld kann man sehen, dass es Inflation gibt, hinter der nichts anderes steht als die Angst vor Inflation. Was meine ich damit? Der Preis für Wohneigentum und Immobilien schießt durch die Wolken. Aber natürlich, das ist nicht dasselbe wie das Ansteigen der Mietpreise, aber natürlich gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Ansteigen von Immobilienpreisen und dem Ansteigen von Mietpreisen. Und warum schießen Immobilienpreise durch die Wolken? Na, primär deshalb, weil viele Leute fürchten, dass ihr Geld und ihre Finanzanlagen bald nichts mehr wert sind. Wer ein paar hunderttausend Euro hat oder schnell mal was erbt, der versucht, wie wild das Geld in Eigentumswohnungen zu stecken oder sich gleich ganze Häuser zuzulegen und damit steigen die Preise. Oder simpel gesagt, dieser Markt ist verrückt geworden. Also aus Angst vor Inflation und Geldentwertung werden Handlungen gesetzt, die, wenn sie sehr viele Leute setzen, eben dann zu Inflation führen. Das heißt, Häuser werden teurer, Eigentumswohnungen werden teurer, absurd teuer mittlerweile, die Bodenpreise steigen an und auch das schlägt irgendwann eben auf die Mieten durch. Wer eine Eigentumswohnung kauft und sie vermietet, wird versuchen, bei höheren Anschaffungskosten höhere Mieten rauszuschlagen, damit er ein vernünftiges Return of Investment hinkriegt.
Also, wir haben es hier mit einem Problem zu tun, das jetzt schon arg genug ist. Plus 38% Anstieg bei Neumieten in den letzten Jahren. Aber es ist ein Problem, von dem man jetzt schon weiß, dass es ein noch viel größeres Problem werden wird in den kommenden Jahren, wenn man nicht jetzt beginnt, etwas dagegen zu unternehmen. Und hier gegensteuern kann eben nur der Staat, die Kommunen, also die öffentliche Hand im weitesten Sinn. Und mir scheint in diesem Zusammenhang die Forcierung des sozialen Wohnungsbaus und der Wohnbauförderung das Wichtigste zu sein. Wenn es keine Knappheit am Markt gibt, na, dann werden die Mieten auch nicht mehr so steigen. Gesetzliche Mietobergrenzen sind natürlich auch in Ordnung, aber sie beheben letztendlich nicht die Ursache des Problems. Aber das Wichtigste ist, dass jetzt endlich darüber diskutiert wird. Und wenn man damit schon anfängt, dann sollte man auch sagen, ja, das kann nur der Beginn einer Diskussion sein. Man muss ja auch darüber reden, was soll eigentlich gebaut werden? Wie soll denn und wo soll denn gebaut werden? Wie wollen wir denn eigentlich, dass unsere Stadt aussieht? Sollen jetzt eigentlich primär mehr und mehr neue Cities am Stadtrand gebaut werden? Aber heißt es dann eigentlich, dass unsere innerstädtischen Bezirke jetzt schon voll sind und dass da eigentlich niemand mehr rein kann? Aber es kann doch eigentlich auch sein, nicht wahr, dass manche Leute lieber in Wieden oder Margareten wohnen als beispielsweise in Aspern. Wir müssen auch ein bisschen überlegen, wie es mit unseren Städten weitergehen soll. Ich meine, nach dem Absterben der Innenstädte in der Nachkriegszeit haben wir ab den circa 80er Jahren mit der Erneuerung und Revitalisierung der Innenstädte begonnen. Man hat hier modernisiert und renoviert und hat neuen Wohnraum geschaffen und das mit Förderungen und anderen Anreizen forciert. Und damit, das ist schon klar, sind wir jetzt eigentlich fertig. Also die Zeit, dass es massiven Wohnungsleerstand in den Innenstädten gab, die ist längst vorbei. Und man kann sich übrigens auch fragen, ob wir nicht mehr in die Höhe bauen sollen. Warum nur 5 oder 6 Stockwerke? Warum nicht 10? Muss man alles diskutieren. Aber wie auch immer, das sind wichtige Fragen für eine Stadtvision. Aber das Wichtigste ist, dass Wohnraum in der Innenstadt bezahlbar bleibt. Das ist wichtig für pulsierende Quartiere, weil nichts ist öder als Stadtviertel, in denen es sich nur gut situierte ältere Leute leisten können zu leben. Und nichts bietet mehr sozialen Sprengstoff als Entmischung. Also wenn die Innenstädte nur mehr für die Reichen gewissermaßen leistbar sind und die weniger Begüterten raus müssen und es dann keine Vermischung mehr von Milieus gibt. Und hier muss der Staat etwas tun, hier muss er in den Markt so eingreifen, dass am Ende Ergebnisse erzielt werden, die mit einer Vorstellung von einer guten Gesellschaft und einem funktionierenden Gemeinwohl im Einklang stehen. Ich meine, die Versorgung mit Schuhen, Hosen, Sportschuhen, Smartphones, die können wir ruhig gänzlich dem Markt überlassen. Aber das Grundbedürfnis Wohnraum, also die Befriedigung dieses Grundbedürfnisses, das besorgt niemals der Markt, jedenfalls nicht auf wünschenswerte Weise. Oder wie das Wirtschaftsforschungsinstitut WIFO in einer brandaktuellen Studie formuliert hat, eine qualitative und quantitative Versorgung mit ausreichendem und leistbarem Wohnraum kann durch den freien Markt nicht gewährleistet werden und rechtfertigt daher staatliches Eingreifen.